Servus. In dem Video möchte ich euch von mir Ausrüstungsgegenstände zeigen, die ich gar nicht oder fast gar nicht benutzt habe. Bleibt's dran. So, fangen wir mal mit dem ersten an. Und zwar ist das von der Firma Miltec ein Poncho-Liner. Den habe ich mir damals eingebildet, weil in vielen Videos gezeigt wurde, dass man ihn hervorragend als Inlet und so weiter benutzen könnte und als Decke. Das mag auch sein. Mit Sicherheit ist das auch so, weil das Prinzip, dass man den an einen Poncho befestigen kann und dann als wasserfeste Decke nutzen kann, ist ja auch super. Aber irgendwie habe ich den nie benutzt. Benutzt habe ich den Poncho-Liner tatsächlich bloß, wenn ich bei Bekannten mal übernachtet hatte, als Notdecke. Also wenn die halt keine Daten, habe ich das Decke benutzt. Und das war es auch schon. Ich glaube, ich hatte das mal im Vorfeld getestet, den als Inlet zu benutzen im Schlafsack, wenn es kälter wird. Der ist dann immer verrutscht, das war unpraktisch. Abgesehen davon habe ich dann später den Zweckman erhalten. Deswegen hat der Poncho-Liner leider nie seinen Ausrüstungsplatz gefunden, wie er das verdient hätte. Denn an sich ist der gar nicht schlecht. Erster Gegenstand, mein Poncho-Liner, der quasi zwei oder dreimal nicht im Outdoor-Bereich in Benutzung war. Weiter geht's mit einer Tooltasche, das eigentlich als Werkzeugtasche verkauft wurde. Ich weiß jetzt die Firma nicht mehr, tut mir leid. Hier mit Molle und ja zum Umhängen. Ich hatte früher immer die Brottasche am Mann und fand das ganz cool. Da war ein bisschen mein Essen drin und so leichte Sachen. Ja, eigentlich hauptsächlich wirklich mein Essenszeug. Damals war es ein Löffel und ein paar Suppen und eine kleine Tasse. Das ging dann in den Brotbeutel von der Bundeswehr hervorragend rein. Den habe ich dann umgehabt. Ja, war immer griffbereit. Und um das Ganze zu vergrößern, habe ich mir eben diese Tasche hier eingebildet. Die hat auch wirklich viele Fächer zum Unterteilen. Also sind unterteilt, wo man es reinmachen kann. Und es wäre so an sich für eine Tagestour, dachte ich, keine schlechte Idee. Aber auch diese Tasche hat niemals seine Verwendung gefunden. Ich finde die jetzt aber nicht so schlimm, dass ich sie irgendwie weghauen möchte oder verkaufen möchte, weil sie ist das gar nicht, also es würde sich auch gar nicht rentieren. Ja, sieht so aus. Ringsrum eben, wie gesagt, Molle und man kann das an einem anderen Rucksack als Ergänzung oder Erweiterungstasche noch befestigen. Vielleicht dann abmachen, wenn man eine Tagestour macht, umhängen. All diese Gedanken hatte ich, aber die hat wirklich nie den richtigen Platz zum Einsetzen bei mir gefunden. Von dem her wieder ein Artikel, in dem Fall der zweite, den ich nicht, ja, gebrauchen konnte bis daher. So, wieder eine Tasche. Diesmal ist es eine Beintasche. Die habe ich nie ausprobiert, nie benutzt. Ich habe einfach keine Einsatzmöglichkeit für diese Tasche gefunden. Wobei die auch gar nicht so schlecht wäre. Die hat da jede Menge kleine Taschen, wo man was reinmachen kann. Ein bisschen wie so ein Pistolenhalfter. Ja, mei. Aber irgendwie kam die auch. Ich habe bis heute noch keine Einsatzmöglichkeit gefunden. Und letztens beim Aufräumen ist mir die wieder nach, glaube ich, 3 Jahren entgegengefallen und habe dann festgestellt, oha, wieder was, wo ich noch nie benutzt habe. Ich glaube, ich werde es auch weiterhin nicht benutzen, weil das einfach nicht mein Stil ist, so rauszugehen draußen. Ist einfach so. Und daher wieder ein Gegenstand, den ich nie benutzt habe, wirklich überhaupt nicht. Und auch nie benutzen werde, leider. Diesmal eine Taschenlampe. Ich finde die relativ lustig. Die habe ich mir wohl gekauft, um mein EDC bzw. irgendwie meinen Notrucksack damit zu füllen. Und ja, das ist eine Dynamo-Taschenlampe. Muss man hier einfach drehen, um da ein bisschen Strom in die Batterie fließen zu lassen. Und ich finde die als Notlampe gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber so habe ich die noch nie draußen benutzt, noch nie benutzen können. Aber jetzt hat sie seinen Platz gefunden. Das ist ein Gegenstand, den ich jetzt einfach in mein, ja, Not-Equipment reinpacke. Den großen Blackout oder was auch immer man sich da vorstellt. Dafür ist die auf jeden Fall tipptopp, weil die ist unabhängig. Man kann die hier mit dem Dynamo aufladen. Und die Lichtquelle ist zwar nicht sehr stark. Da unten sind wir. Aber wir haben eine Lichtquelle. Und von dem her, ja, warum nicht? Unabhängige Lichtquelle kann man nie was falsch machen. Und die behalte ich auf jeden Fall auch, wie die anderen Sachen auch, die ich zeigen werde.
Aber die findet auch jetzt endlich mal ihren Platz nach, ich glaube, 5 Jahre habe ich die oder 6 Jahre. Vor 6 Jahren ungefähr habe ich die gekauft. Wahnsinn, oder? Jetzt haben wir einen eigentlich wunderbaren Kocher. Und zwar ist der von WTB Outdoors. Den habe ich damals beim Sven Dix draußen, wo wir uns getroffen haben im Wald, für einen gemütlichen Overnighter, habe ich den gesehen. Und ja, ich finde das Prinzip ziemlich cool, muss ich sagen. Da ist jetzt hier auch so ein Topfhalter gleich dabei. Muss ich nur mal schauen, ein bisschen frickelig das Ganze. So. Da ist auch ein Topfhalter dabei und den kann man so kaufen, ist auch nicht allzu teuer. Und das ist ein Spiritusbrenner, der hat mir so gesehen super gefallen und ich finde den auch nach wie vor nicht schlecht. Jetzt werden wir den mal befüllen und jetzt zeige ich euch auch mal, warum mir der sehr gut gefallen hat. So, zum einen kann man den natürlich hier in dem mitgelieferten Topfhalter mit benutzen, ganz klar. Für große Töpfe eine gute Geschichte und dann natürlich auch in dem hauseigenen Hobo von WTB Outdoors. Da kann man dann auch mal eine kleinere Tasse oder so draufstellen. Was mir sehr gut gefallen hat, ist eben, der brennt wie Schmitz Katze, also das ist wirklich super. Und deswegen habe ich mir den auch bestellt. Und das Flammenbild fand ich unheimlich schön. Jetzt müssen wir nur ein bisschen warten, bis das Ganze hier auch mal richtig gezündet hat. Ja, man sieht schon, das Flammenbild ist halt richtig schön. Und ja, nach wie vor muss ich sagen, habe ich den einmal benutzt draußen und der Grund, warum ich den nicht mitnehme oder nicht mehr mitgenommen hatte, war dann, weil der eben keinen Verschluss hat, sodass man den Spiritus, den man bereits eingefüllt hat, transportieren kann. Das heißt, ich muss den immer umschütten in eine andere Flasche, also in die Flasche zurückschütten oder halt eben verbrennen lassen. Und das war mir dann doch nicht so recht. Ich bin ja nach wie vor ein Drangia-Fan. Das ist einfach das System, was mir am besten gefällt. Ja, das war wohl wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum ich den einmal genommen habe. Aber so finde ich den super und ja, ich möchte den einfach nicht hergeben, weil er mir an sich so gut von dem her gefällt. So, kommen wir zum nächsten Gegenstand. Das ist auch wieder ein Brenner, diesmal von Primus, ein Gasbrenner. Hat mir gut gefallen auf den ersten Blick, weil der eine Piezo-Zündung hat. Und ja, das finde ich halt einfach sehr gut bei so Brennern. Ich habe was Kleines als Alternative gesucht, also was jetzt nicht irgendwie groß aufbauen muss. Und da kam mir der eben in den Sinn. Allerdings hat der auch wirklich nie seinen Einsatz bei mir gefunden. Ich habe den ein paar Mal mit gehabt. Und zwar das größte Hauptproblem war damals, oder wenn man eben transportiert hat, weil das nur dieses Säckchen dabei ist, dass dieser Piezo-Zündungsstift da oben, der hat sich immer verbogen beim Wandern. Ja, und somit habe ich dann irgendwann mal keine Lust mehr gehabt und habe den eben, ich sag mal, hochgerechnet 3 Mal dabei gehabt oder so. An sich ist der gar nicht schlecht, der hat auch richtig Power, also. Aber irgendwie habe ich den Einsatz, weil ich andere Brenner immer benutze, habe ich den Einsatz bei diesem Gasbrenner hier nicht finden können bis jetzt. Schade eben, deswegen behalte ich ihn auch. Hergeben werde ich ihn auf gar keinen Fall. Weil der ist so an sich ist der super, ja. Aber bei mir eben hat er noch keinen Einsatz gefunden weiters. So, das nächste, das ist dieses coole Gadget, Must-Have-Gadget für draußen. Ja, vor ein paar Jahren hat das wirklich jeder hochgepriesen und in jedem Kanal oder auf jedem Kanal war das zu sehen. Und da musste ich das natürlich auch haben. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, ein Karabiner, der aber verwandlungsfähig ist. So, jetzt ist der. Hat er so einen Haken dran und die Idee des Ganzen war eigentlich ursprünglich, dass man das an einen Ast hängen kann und hier in den Karabiner hängt man seinen Rucksack, dann hängt er in der Luft schön oder an andere Sachen dranhängen oder man kann andere Sachen dranhängen. Aber bei mir, nach wie vor hat es keinen Einsatz gefunden. Mit der Rucksackschlaufe,
die ich habe, hänge ich den Rucksack genauso schnell an den Ast dran. Ich weiß auch nicht, ich hatte nie die Muße, obwohl ich den immer noch am Rucksack dran habe, habe ich nie die Muße, den zu benutzen. Und deswegen ein weiterer Gegenstand, den wirklich nie benutze. Doch, der nächste Gegenstand ist Kochgeschirr, und zwar von der Firma Helikon Tex. Mit dem Sackerl hier, das ist also so ein dreiteiliges Kochset oder Kochtopfset mit einem Griff dran, ein Deckel, den man dann als Schüssel benutzen kann, einen zweiten Topf, großer, kleiner Topf und eben der Deckel dazu. Ja, und ich habe mir immer überlegt, das finde ich einfach göttlich schön, ja, also für den Preis, was das auch, es kostet wirklich nicht viel. Dieses Edelstahl-Kochtopfset. Aber ich habe es nie benutzt, weil es mir für Touren zu schwer ist und ich habe einfach den Einsatz nicht gefunden bei dem Set. Ich wusste nach wie vor nicht, wofür kann ich das verwenden. Ja, und dann habe ich eben, wo ich angefangen habe, mein Auto herzurichten fürs Autocamping, da habe ich gedacht, ah, jetzt habe ich was, jetzt kann ich dieses Set tatsächlich verwenden. Und ich hätte es auch fast gemacht, aber dann ist das andere Kochset oder Topfset mir wieder in die Augen gefallen, also in den Blickwinkel, habe ich mir gedacht, dann nehme ich lieber das mit. Ja, und so ist es nach wie vor, wobei das andere jetzt auch schon wieder rumliegt, weil ich es ersetzt habe. Nach wie vor finde ich für dieses Topfset wegen dem Gewicht für Touren sowieso nicht, ansonsten überhaupt keinen Einsatz. Ich möchte es aber trotzdem nicht missen, man weiß nicht, was kommt. Und deswegen trenne ich mich von diesem Set auch nicht und ja, aber trotzdem niemals benutzt. Dann habe ich einen kleinen Hobo, wo ich mir dachte, der wäre ganz nützlich für den Trangia. Der ist leider nicht der Hobo von Bushcraft Essentials, sondern das ist eine Nachbildung von Lexidia. Und ja, den muss man hier zusammenstecken und so weiter. Ich glaube, das Prinzip dieser Öfen ist bekannt. Und ganz ehrlich, ich hatte einfach keine Lust auf das Zusammenstecken. Ich habe den zwei, dreimal benutzt. Ich habe schon keine Lust mehr. Selbst beim Zeigen ist das schon so ein Hickhack und ich muss sagen, nee, ich habe keinen Bock auf das System. Wobei es vom Transport und vom Gewicht her, ja, es ist schon nicht schlecht. Der liegt bei mir rum. Hergeben lohnt sich nicht. Keiner will das haben. Und verkaufen lohnt sich erst recht nicht und nach wie vor, ja, vielleicht irgendwann kann ich den doch mal gebrauchen. Aber ganz ehrlich, das war jetzt relativ fix gezeigt. Als Hobo ist er mir zu klein, ja, mit einem kleinen Stecker danach fuzeln und für einen Drangia, ja, geht, aber bis den zusammengebaut, ich weiß ja auch nicht. Packmaß und Ding ist echt gut. Aber dann vielleicht doch lieber den Originalen und den Titan. Da hatten wirklich gar nichts dabei vom Gewicht. Das wäre dann echt besser. Und somit war das wieder ein Gegenstand, den ich nicht verwende mehr. Kommen wir auch schon zu dem nächsten Gegenstand. Das ist hier so ein Hobo-Stove. Holzverbrenner. Ich weiß nicht mal mehr, wie man den aufbaut. Keine Ahnung, den habe ich mir damals gekauft. Das ist auch von Lixidia. Also, ja, das Gewicht ist super. Also, es ist eine wirklich ganz leichte Geschichte. Und den habe ich mir an sich bloß geholt, weil ich mir gedacht habe, damals hatte ich noch nichts anderes. Das wäre eine ganz coole Ergänzung, wenn ich einen Drangia hier habe und nur das Dingens mitnehme und da meine Tasse draufstelle. Aber ja, ich habe dann hin und her probiert. Ich habe es auch wirklich mal benutzt, aber allerdings nur mit dem Drangia. Und irgendwie, weiß auch nicht. Dieser Feuerstove oder wie auch immer, der hat mir überhaupt nicht getaugt. Habe ich niemals benutzt. Liegt bei mir rum, also im Prinzip, ich will ihn auch gar nicht mehr haben. Wegschmeißen ist natürlich zu schade. Verkaufen rentiert sich nicht. Naja, und so liegt er halt bei mir rum. Auch schade, ein Gegenstand, den ich nur einmal dabei hatte und dann nie wieder. Das ist vom Espit ein Kochsystem. Das kennt ihr alle. Das ist eben auch für ein Trangia oder für den hauseigenen Spiritusbrenner gedacht. An sich ein schönes System. Ja, kompakt zum Transportieren, nicht allzu schwer. Also dann kommt hier der Trangia rein.
Ich habe jetzt den ausgetauscht. Der Brenner von Espeed hat mir nicht getaugt. Der war nicht so heiß gebrannt. Da war ich im Winter draußen, wie der Trangia das tut. So, dann kannst du hier eben gemütlich Suppe kochen oder sonstiges und hier heißes Wasser noch machen. Oder wie ich es damals gemacht habe, einen Jagertee. Ich finde das System, das habe ich mir eingebildet, weil ich es schön finde einfach. Ich finde das herrlich, so mit dem kleinen Stove da unten und die Töpfe da drauf und dann ist es kompakt. Was mich jetzt aber gestört hat, warum ich es nicht mitnehme, ich habe dann einmal dieses Set hier zum Transportieren. Ja, und ich hätte halt gerne noch eine Tasse drin gehabt, das geht dann nicht. Ein Faltbecher schon, klar. Aber irgendwie, ja, also irgendwie hat es mir dann doch nicht gepasst, das System. Halt, der kommt da auch noch rein. Deswegen packe ich den jetzt wieder weg. Mir zu schade, um wegzutun. Ich hoffe, dass ich den irgendwann mal wieder benutzen werde. Mal schauen, vielleicht nehme ich ihn auch mal auf eine Tour mit. Aber das ist wirklich ein Gegenstand gewesen, den ich jetzt nur ein einziges Mal, und das ist schon mehr als bei manch anderen Sachen draußen, dabei hatte. Schade drum, aber so ist das eben. Dann kommen wir auch schon zum letzten Gegenstand, den ich zeigen möchte, den ich niemals benutzt habe. Und zwar ist das ein, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, Procool-Ofen, Hobo-Ofen. Fand den damals sehr cool, weil es eine Alternative zu dem ja ziemlich teuren zu der ziemlich teuren Faltbuschbox war. Also es war, glaube ich, ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit habe ich diesen mal testen können und ich komme da mit dem System so schon gar nicht zurecht mehr. Ah, jetzt. Naja, es ist halt eben auch wieder zum Zusammenstecken. Und die erste Zeit hatte ich ein anderes System von Procool im Einsatz. Das hatte ich auch wirklich verwendet. Und dann kamen diese nach und die habe ich halt gar nicht mehr benutzt. So, dann kommen dann noch diese Einsätze da rein. Kann man machen, wie man möchte. Das ist dann für ein Trangia. Und unten nochmal das Sieb hier. Ah, jetzt habe ich es falsch zusammengebaut auch noch. Ah je. Naja. Gut, mitunter ein Grund, warum ich das System halt überhaupt nicht verwende. Das ist absolut gar nicht im Einsatz. Ja, weil ich habe ja die Buschbox und die ist mein einziger Hobo, den ich auch tatsächlich benutze. Genau. Tja, auch schade drum. Liegt bei mir leider in der Kiste seit vielen Jahren und wird auch wahrscheinlich nie gebraucht sein oder werden. Ich finde da einfach kein Einsatzgebiet. Tja, das war es auch schon mit dem Video. Ich finde, jeder hat so seine eigenen Vorlieben. Der eine sagt dann vielleicht: Mensch, Meier, warum benutzt du das nicht? Das ist so cool, ich benutze das jeden Tag, kann sein. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr so habt unten, wo ihr einfach rumliegen habt, aber nicht hergeben wollt und trotzdem nicht verwendet. Ist so eben, ja. Und genau, schreibt mir das doch mal rein. Würde mich freuen, finde es immer sehr interessant, das Ganze, was die Leute so rumliegen haben. Genau. Und von dem her, ja, ich finde, es sind alles Sachen, die eben wirklich, ich finde es wirklich persönlich gesehen schade, dass die keinen Einsatz finden. Deswegen kann ich die einfach auch nicht hergeben. Das habe ich jetzt schon öfters gesagt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns. Ich hoffe, ich finde mal wieder ein paar Sachen beim Ausmisten, die ich euch dann zeigen kann, die leider ihren Einsatz draußen oder sonstiges nie gefunden haben. An dieser Stelle danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf meinem Kanal. Macht es gut. Servus. Ciao.